Oh mein Gott, ich komme manchmal echt nicht raus. Jetzt nach Stuttgart. Nach Stuttgart. Hallo meine Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, und erstens wünsche ich euch noch, natürlich ein frohes neues Jahr, denn mein letztes Video war kein Video, wo ich ein Intro gemacht habe oder so. Und auf jeden Fall hoffe ich sehr, dass ihr einen schönen Silvester hattet. Und schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr euren Silvester verbracht habt. Und ja, heute soll es um Tipps für Vorsätze gehen. Denn ich habe ja auch jedes Jahr Vorsätze, seit vielleicht 5 Jahren oder so. Und ja, im letzten Jahr habe ich ziemlich viele geschafft und auch im Jahr davor. Ich wollte einfach meine Tipps mit euch teilen und ein paar haben auch angefragt, dass ich mal so ein Video machen sollte, wenn ich schon meine Vorsätze zeige. Und ja, hier ist es und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ja, und der erste und auch wichtigste Tipp wäre dann, dass ihr eure Ziele genau aufschreibt. Denn wenn ihr einfach nur schreibt, ja, mehr Sport machen oder gesünder ernähren, dann bringt es euch nicht sehr viel, weil wenn ihr jedes Mal, wenn ihr den Vorsatz liest, denkt euch so, ja, ich kann auch irgendwann mal nächste Woche Sport machen und letztes Jahr habt ihr dann die Woche dann keinen Sport gemacht. Also wenn ihr einmal mehr Sport macht, habt ihr schon irgendwie das Ziel erreicht, was dann auch nicht so Sinn der Sache ist. Auf jeden Fall müsstet ihr dann zum Beispiel jetzt aufschreiben, einmal die Woche Sport machen und dann zum Beispiel fallen unterm Ziel oder so, keine Ahnung. Irgendwie dann noch so, ja, was für Sport und wann ihr das macht. Wenn ihr genau Uhrzeiten wisst, dann noch besser. Ich habe jetzt zum Beispiel einmal die Woche Sport aufgeschrieben. Ich habe mich jetzt für den Sonntag entschieden, obwohl ich jetzt am Sonntag keinen Sport gemacht habe. Wirklich gute Voraussetzung für dieses Video. Ich habe mir vorgenommen, einmal am Sonntag Sport zu machen. Auch wenn ich krank bin, kann ich ja irgendein kleines Workout machen und ja. Wenn ihr aber abnehmen möchtet, würde ich euch empfehlen, wenn ihr die Kiloanzahl, die ihr verlieren wollt oder die ihr nachher erreichen wollt, auf eure Zielliste schreibt, denn dann habt ihr auch genauere Ziele. Ich möchte jetzt nicht mit Sport abnehmen. Ich bin mit meiner Figur oder mit meinem Gewicht sehr zufrieden. Ich möchte nur ein paar Stellen an meinem Körper ein bisschen muskulöser gestalten. Und ja, also wenn ihr abnehmen wollt, dann schreibt auf jeden Fall eure Kiloanzahl hin, die ihr erreichen wollt oder die ihr abnehmen möchtet. Und dann erreicht ihr das auch schneller. Der zweite Tipp ist dann auch, dass ihr aufschreibt, wodurch und wie ihr euer Ziel erreichen möchtet. Dann wenn ihr schreibt, ja, so eine kleine Reise mit Freunden machen, dann braucht ihr natürlich auch Geld dafür. Und dafür müsst ihr natürlich auch sparen. Also würde ich dann auch hinschreiben, sparen zum Beispiel jetzt 200 Euro bis zu den Sommerferien oder so, also bis Juli ungefähr. Ich weiß ja nicht, wann ihr so Ferien habt. Und ja, und dann einfach hinschreiben, wodurch ihr Geld verdienen könnt, zum Beispiel mit Babysitten, mit Kellnern, keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, wie alt ihr seid, was ihr da so machen könnt. Auf jeden Fall würde ich einfach hinschreiben, wie ihr das Ziel erreicht und erreicht ihr das auf jeden Fall auch schneller. Ja, der dritte Tipp wäre dann auch, dass ihr realistische Ziele setzt. Denn ich habe auch von 2013 auf 2014 richtig unrealistische Ziele gesetzt. Zum Beispiel, dass ich irgendwie 5 Filme schneide, 10 Songs schreibe, weil damals habe ich so ein paar Songs geschrieben, die wirklich schlecht waren. Und dann einfach noch irgendwie, keine Ahnung, so eine Reise mit Freunden machen. Klar, mit 13 geht das auch sehr gut. Die Ziele waren schon ziemlich unrealistisch und deshalb habe ich diese auch nicht erreicht. Und deshalb sollte ich natürlich auch realistische Ziele setzen. Zum Beispiel jetzt nicht, wenn ihr, keine Ahnung, 100 Kilo wiegt, dass ihr dann in einem Jahr nur 60 Kilo wiegt oder so. Denn das ist ziemlich unrealistisch. Ja, ihr müsst einfach für euch selbst entscheiden, was für euch so wirklich realistisch ist, was ihr wirklich erreichen wollt. Und also einfach, dass ihr realistische Ziele setzt und nicht irgendwie sagt, ja, so 5-mal mache ich Sport in der Woche oder so. Dabei habt ihr, keine Ahnung, 5-mal Nachmittagsschule oder Uni oder keine Ahnung. Der 5. Tipp wäre dann auch, dass ihr kleinere Ziele setzt und nicht so große. Das hat jetzt auch zum anderen Punkt dazugehört, also realistische Ziele. Aber wenn ihr kleinere Ziele habt, die natürlich trotzdem erreichen wollt, dann erreicht ihr sie viel schneller und habt dann so ein Erfolgserlebnis und könnt dann andere Ziele weiterverfolgen. Oder ja, aber einfach nicht nur kleine Ziele, also der Tipp wäre halt nicht nur, dass ihr kleine Ziele macht, sondern dass ihr wirklich Ziele macht, die euch Spaß machen und dass ihr Ziele habt, die ihr wirklich erreichen wollt. Weil wenn ihr nur irgendwie hinschreibt, weil jeder hinschreibt irgendwie Sport machen, dabei hasst ihr irgendwie Sport oder so,
ich mag Sport auch nicht, aber vielleicht finde ich dann irgendwann noch eine Sportart, die mir Spaß macht und das ist dann ja auch Sport. Und ja, auf jeden Fall, wenn ihr ein großes Ziel habt zum Beispiel, also wenn ihr jetzt zum Beispiel vorhabt, mit eurer besten Freundin nach London zu gehen zum Beispiel und euch das schon voll lang wünscht und ihr schon dafür spart, dann und es halt voll der große Ziel für euch ist, dann schreibt doch unbedingt hin. Und ja, weil wenn ihr das Ziel wirklich erreichen wollt, dann erreicht ihr das dann auch mit meinen vorherigen Tipps. Weil wenn ihr irgendwelche Ziele schreibt, nur um irgendwelche Ziele zu haben, dann bringt euch das auch nicht so viel. So viel, was ich jetzt auch gemerkt habe die letzten Jahre. Und ja, das wären jetzt so meine Tipps. Und natürlich solltet ihr machen, was euch einfach Spaß macht, was ich eben schon gesagt habe. Und nicht nur irgendwelche Ziele machen. Wie gesagt, damit ihr welche Ziele aufschreibt oder die ihr ganz cool findet, aber jetzt nicht so voll der Herzenswunsch sind. Weil es macht nichts, wenn ihr nur ein Ziel habt oder zwei. Oder wenn ihr einfach nur hinschreibt, irgendwie, ja, irgendwas Gutes tun, dann vollkommen aus, wenn ihr ein Ziel habt oder auch wenn ihr gar keine Ziele habt oder keine Vorsätze direkt macht, dann solltet ihr einfach eure Ziele im Kopf haben oder sie vielleicht aufschreiben. Es müssen ja nicht direkt Vorsätze sein. Und ja, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und dass euch meine Ziele weiterhelfen. auf jeden Fall wünsche ich euch noch eine schöne Zeit bis zum nächsten Video. Und natürlich auch darüber hinaus. Und ja, ich hoffe, dass ihr eure Ziele erreicht. Und ja, ihr könnt ja mal eure Ziele in die Kommentare schreiben, das würde mich sehr interessieren. Vielleicht habt ihr irgendeine Inspiration für andere Menschen. Vielleicht gibt es ja irgendein Ziel, was voll cool ist und keiner weiß. Dann schreibt mir das mal gerne hin. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat und die Tipps irgendwie weiterhelfen, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr freuen. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!